Herr Barth, Sie übernehmen in diesen Tagen den Staffelstab von Professor Mittelmeier als Kongresspräsident der OT World 2016. Was hat Sie an dieser Aufgabe gereizt? Ja gut, erstmal ist es eine große Freude und Ehre, dass ich die Kongresspräsidentschaft übernehmen kann. Ich habe ja das Programmkomitee jetzt die letzten Jahre schon begleitet, konnte da sehr viel lernen und habe da konnte mich auch schön einbringen. Ich denke, das ist eine gute Gelegenheit, auch die Themen, die so meine Kernthemen sind, in den Kongress 2016 einzubringen. Sie bringen ja dieses Mal 2014 zur OT World 2014, sind Sie als Referentin, bringen die Themen Kinderorthopädie und Ganganalyse ein. Werden das also auch Schwerpunktthemen sein 2016 oder was planen Sie, haben Sie im Petto? Das bringe ich mit, das werden sicher wieder Themen sein. Die Biomechanik Ganganalyse, die Kinderversorgung, was wir auch planen, ist die Ausbildung, die immer Thema ist. Die Kommunikation mit den Kostenträgern ist ein ganz wichtiger Punkt, wo wir Wege finden müssen, wo der Kongress sicher eine gute Plattform findet. Und internationale Vernetzung, wir haben ja Weltleitmesse, OT World, da soll der Kongress auch die Internationalität abbilden. Ein Beispiel wäre meine Kooperation mit Bangkok, wo wir irgendwie Wege finden, dass wir das auch im Kongressprogramm abbilden können.